So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal kurze Repair-Session. Aber wir sind fast nochmal ein Level aufgestiegen eben, ne? Das war schon ganz ordentlich. Alles reparieren für 6700 und dann setzen wir mal diesen Schlüssel ein und gucken, wo wir da landen. Oh wow, die Rainbow Road hat angerufen. Großartig. Es ist nur ganz bisschen augenkrebsig. Welches Monster-Level haben wir so? Ah, 160. 161. Easy. Ich glaube, dafür möchte ich fast eher den Schild... Ah, shit. Hätte ich dafür mal den Schild mit mehr Magic Find genommen. Hast genug Punkte für einen Song of the Uki? Ist das gerade ungünstig? Also ich... Kommt drauf an, wie lange du noch zuguckst. Also ich würde zumindest noch das Gebiet hier zu Ende spielen wollen. Das dauert aber nicht so lange, denke ich. Ja, man sieht die Gegner hier fast nicht. Ja, dann hau raus. Also innerhalb der nächsten halben Stunde kriege ich das schon hin. Und wo sind die Armstützchen? Oh, die hatte ich beim letzten Ring Fit Stream rausgenommen und habe sie nicht wieder reingetan. Aber ganz ehrlich, bei 28,4 Grad in diesem Raum muss ich gerade auch keine Armstütz machen. Und daher bin ich vielleicht ganz froh, dass sie raus sind. XP-Schrein. Nice. Nicht, dass das viele einlösen würden. Nein, nein. Halt maximal 5 pro Stream, das ist schon klar. Und 50 Armstütze sterbe ich im Moment einfach. So, den Schrein nehme ich mal lieber nicht mit. Du kennst keinen davon? Such du einen aus. Also ich soll einen Song aussuchen. Okay. Mache ich. Mal gucken, worauf ich dann gleich am meisten Lust habe. Wo geht's denn hier eigentlich weiter? Hier so? Sieht gut aus. Sehr schön. Crafting Material. Nehme ich. Thunderstruck auf der Uke. Ah, eher nicht so. So, eigentlich müssten wir doch hier gleich alles haben, oder? Wir sind bei 99%. Ah, da stehen noch Gegner. Ein mächtiger Feind kommt. Der ist mächtig langweilig vom Aussehen zumindest. So viel kann ich sagen. Und macht mächtig Schaden. Und droppt mächtig beschissenen Loot. Oh, wobei, Verzauberung? Was sind denn Verzauberungen? Ach was, können wir damit Items verzaubern? Kann ich das jetzt einfach so auf ein Item packen? 1 zu alle Fähigkeiten, Rüstung. Also ich weiß halt nicht, ob das der Rarity gleich gibt. Ich pack das gerade mal hier drauf. Möchten Sie diese Verzauberung anwenden, indem Sie die vorherige entfernen? Da ist gar keine Verzauberung drauf, dachte ich. Oder remove das dann im Moment. Lass uns das mal erstmal mit einem Standard-Item probieren. Bevor ich hier irgendwas Komisches mache. So. Hier ist eine Menge Gesundheit und Geschick drauf. Und so ein Dev-Kram. Ich ziehe das hier mal da drauf. Ah, okay. Ich wollte nur sicher gehen, dass die anderen Sachen nicht entfernt werden. Also, dass die anderen Stats, die schon drauf sind, nicht entfernt werden. Ja, aber dann, plus 1 alle Fähigkeiten, Rüstung und Magic Find, ziehe ich doch locker auf das Ding drauf, oder?
sehe ich das Problem nicht. Vita und Rüstung können wir halt mal entspannt auf die Rüstung packen. Gute Sache. Ah, guck mal, die haben jetzt so einen anderen Hintergrund. Crazy. Okay, das war ganz nett. Dann gehe ich mal. Da könnten wir fast den Dolch noch ein bisschen aufleveln. Und den Ring. Machen wir gerade mal. Machen wir gerade mal. Hierhin, du dahin, du dahin. Gott, das ist ganz schön teuer. Ne? Kann ich mir den Ring überhaupt leisten? Ah ja. Das geht. So, dann haben wir das auch durch. Ich glaube, das ist total Verschwendung von Material, aber lass mal was ausprobieren. Moment, ich brauche das Gedönse. Dann würde ich ganz gerne den Stein daraus holen. Und dann würde ich ganz gerne dieses Item auf dieses übertragen. Mal gucken, hier sind ja jetzt schon 1400 magischer Schaden drauf. Mal gucken, ob wir dann tatsächlich auf über 2000 magischen Schaden gehen damit. Und mich würde halt interessieren, ob der Sockel mit rüberkommt. Steht da? Objekte müssen auf dem gleichen Niveau sein. Ah, okay, wir können also nicht Tier 3 auf Tier 5 gießen. Schade eigentlich. Okay. Versuch war's wert. Dann können wir trotz allem den Schild mal verkaufen. Das ist okay. Tja, dann würde ich sagen, prügeln wir erstmal Reinkarnation 5 durch. Ich wüsste nämlich eigentlich ganz gerne, ob wir auf Reinkarnation 6 später mehr Chance auf Tier 5 Items haben. War ich hier schon? Offensichtlich. Ah, und dann haben wir den Schlüssel gefunden, ne? Beziehungsweise das Inventar war voll oder so. Und dann habe ich einfach aufgehört. Irgendwie so. Keine Ahnung. Das ist Level 137. Das lohnt ja sogar fast. Auch nur fast. Okay, das ging schnell. Einmal links abgebogen, direkt unten. Dann darf das gern weiterlaufen. Funktioniert offenbar. Gut. Ich beschwere mich nicht. So sinnvoll ist, hier einfach stumpf durchzuporten. Kann auch gut nach hinten losgehen.
Okay, hier sind wir schon mal falsch. Bedauerlicherweise, um nicht zu sagen. Bedauerlich. Aber... Achso, es geht ja ganz am Anfang weiter. Na, schade. Ein Glück haben wir Teleport. Und keine Mana-Probleme. Oh, und ein Schrein. Was macht er? Kein XP. Okay, dann ist mir egal. Ach Mist, da ging es sogar weiter. Voll nicht gesehen. Ah, hier ist übrigens so eine Side-Area. Das habe ich, glaube ich, nur in dem Video bislang drin. Das hatten wir noch nicht im Stream. Hier tauchen, ich glaube, ab Reinkarnation 4, vielleicht auch schon ab Reinkarnation 3, tauchen so random Side-Areas auf, wo bislang nichts Spannendes war. Mal gucken, ob das jetzt auf Reinkarnation 5 anders aussieht. Ich glaube noch nicht dran, aber gucken wir mal. Wow, sind auf jeden Fall zu viele Gegner für die Framerate. Nun. Ich glaube, ich möchte nichts davon mitnehmen. Das Amulett vielleicht. Legendary, sehr schön. Also ich muss sagen, von allen Klassen, die ich bislang gespielt habe, der Mage hat schon mit Abstand den besten Killspeed. Mag auch ein bisschen an den Items liegen, aber so im Vergleich ist der Rest schon eher mau. So, und ich glaube, das war jetzt... Also, wir können, glaube ich, noch links und rechts abbiegen. Aber prinzipiell ist das hier die komplette Ebene. Und hier ist halt nichts weiter. Also, eine Menge Gegner. Das ist okay. Aber ansonsten ist hier halt schon... Kein Bossgegner, keine Kiste. Wahrscheinlich sogar ein paar Tier 5 epische Sachen mit dabei, aber eigentlich brauche ich, glaube ich, nichts. Der Schild ist tatsächlich T5. Der hat 4 Sockel. Mal gucken, ob wir die beiden jetzt fusen können und die Sockel rübergehen. Das wäre halt richtig fett. Das wäre halt richtig fett. Kann natürlich sein, wie viel Loot hier liegt, ne? Kann natürlich sein, dass das jetzt nicht geht, weil wir da schon eine Verzauberung drauf haben auf dem einen Item. Aber gucken wir mal. Da vorne geht's runter. Dann nehmen wir doch erstmal den Abgang mit. Und dann lädt das vielleicht auch irgendwann. Dann gehen wir mal kurz in die City. Ich müsste auch Skillpunkte haben, ne? Ja, 5 Stück. Können wir den Kram noch ein bisschen leveln? Mehr Damage brauchen wir ganz dringend. Dann würde ich so einen Teil mal mitnehmen. Und dann gucken wir mal. Oder will ich das dann einfach andersrum machen? Eigentlich können wir das so andersrum machen, oder? Nicht könnten wir das. Warum kann ich das denn nicht dahin tun? Wieso kann ich das Item denn nicht nach links tun? Check ich nicht. Aber das Item schon?
Vielleicht, weil hier eine Verzauberung drauf ist, keine Ahnung. Gucken wir mal. Rüstung, Stärke, Gesundheit, Vita. Kostet 2,5 Millionen, ja, Abfahrt. Ah, es übernimmt nicht die Sockel mit. Dang. Schade eigentlich. Aber dafür haben wir hier jetzt eine Menge Vita drauf. Einfach fast 780 Vita. Und einfach 5000 Def. Wie der Wert hier hochgeht. Bam. Einfach mal 50.000 Def dazu. Crazy. Finde ich gut. Nehme ich erstmal. Tragen wir vermutlich eine Weile. Schade, dass die Sockel nicht mit rübergekommen sind. Das wäre halt noch richtig top-notch gewesen. Dann hätten wir nämlich noch Magic Find reinpacken können, aber okay. Sei es drum. Wie viel Life haben wir denn jetzt eigentlich? 48.000. Das Gefühl, wir machen schon ganz akzeptabel Schaden. Wie sieht's denn, wo ich es gerade aus Versehen aufgemacht habe? Wie sieht's denn eigentlich hier aus? Für den Ring brauchen wir 18.000 Souls, was auch immer das ist. Okay, crazy. Die habe ich nicht mal eben. 18.000 ist ganz schön happig. Susu, wegen des Songs, rechne mal so in rund 10 Minuten damit. Ah, nur Tier 4, schade. Und ohne Sockel. Ah, der Schild ist gut. Ich glaube, den zerlege ich. Weiter hier. Schon wieder hydraten. Ja, mach ich sofort. Sobald ich den Abgang gefunden habe. Der kann eigentlich nicht so weit sein. Vielleicht auch doch. Toll. Einmal komplett in die... Ah nee, hier geht's noch weiter. Ich würde sagen, komplett in die Sackgasse gelaufen, aber nein. Der Gang ist einfach ewig lang. Gott, hört der gar nicht mehr auf. Was ist denn hier los? Und dann ist hier nicht mal der Ausgang? Zeit für einen Schluck Eiskaffee. Oh, so langsam ist der auch ganz nice. Also der ist jetzt fast schon wieder zu warm. Aber vorhin war der irgendwie noch nicht so richtig, keine Ahnung, ne, durch trifft's nicht, aber... Ja, vorhin war der mir noch eine Spur zu bitter. Inzwischen geht's. Einfach schön erstmal eine halbe Packung Vanilleeis da reingeklatscht. Gute Sache. So, dann ist der Ausgang. Ah, warte mal, kann man da oben noch abbiegen? Nö. Hier geht's doch noch weiter, oder? Aha. Aber auch hier ist nicht der Ausgang. Aber hier. Finally. Im allerletzten Winkel. Gute Sache.
Bossgegner. Es ist einfach so übertrieben, dass der Spell, also dass der Feuersturm halt durch das Proximity Shield durchgeht. Das macht diesen ganzen Skill total ob. Mal abgesehen davon, dass er absurd viel Schaden macht. Und dadurch bist du als Magier halt einfach nicht mehr darauf angewiesen, nah an die Gegner ranzugehen. Ich meine, die Teile prallen halt davon ab. Aber... ich kann gleich mal gucken, ob ich noch einen Punkt im Meteor stecken kann. Ich hatte tatsächlich anfangs mit Meteor gespielt und der Meteor ist ganz cool. Tatsächlich, ich mag den ein bisschen, ist aber schlechter als der Feuersturm. Weil er einfach deutlich weniger Flächenschaden macht. Aber der Meteor ist ganz nice. Wie viele Skillpunkte brauche ich denn dafür? 2. Da müssen wir gleich in der City mal dran denken. Falls ich nicht selber dran denke, erinnert mich gerne mal dran. Hallo? Wo geht's denn hier nach unten? XP-Schrein, sehr schön. So hoch ist das Monster-Level hier gar nicht. Es lohnt kaum. Vor allem, weil ich hier gar nicht so viel stehen gelassen habe. Jetzt erstmal ganz viel zurücklaufen müssen. Den Ring würde ich ganz gerne noch mitnehmen, glaube ich. Zack. Hier rechts abbiegen, ja. Also eigentlich geradeaus durchlaufen, aber ihr wisst, was ich meine. Aber hier ist dann Sackgasse. Okay, schade. Dann wahrscheinlich doch ganz am Anfang links. Schrein hört eh gleich auf, dann können wir auch den noch mitnehmen. Vielleicht bringt uns das für den Bossfight was. Apropos Bossfight. Ich bin mal gespannt. Ja gut, war so ein Bossfight. Kann man machen. Großartig. Spektakulär. Oh nee, nicht die hässlichen Höhlen. Die machen wir gleich. So, Skillpunkte. Wir sind ja ein bisschen aufgestiegen. 2 Level. Perfekt. Achso, dann kann ich tatsächlich mal ganz fix den Meteor zeigen. Packe ich mal statt Teleport kurz hier hin. Der Meteor ist halt im Gegensatz zu Diablo 2 relativ instant. Machen wir damit Schaden? Oh ja. Also er ist halt schon so... Bäm! Aber die Fläche ist halt deutlich kleiner. Und es ist halt ein Treffer. Und der Feuersturm trifft halt Gegner auch mehrfach, wenn die in dem Bereich bleiben. Ah, der Schaden ist halt schon fett, weil der macht jetzt auf Stufe 4 einfach schon mal 512% des verursachten Schadens. Und das Ding macht auf Stufe 20 nur 940%. Also der wird insgesamt mehr Schaden machen, trifft aber halt weniger. Das ist so die Sache. Aber ist schon nett umgesetzt auf jeden Fall. Also dass dieses Cast Delay da nicht so drin ist, das ist schon ganz nett. Da vorne ist übrigens nochmal so eine Side Area, sehe ich gerade.
Wo ist denn Teleport? Hier. Irgendwo hier so. Bröckelt's aus der Wand. Dann können wir hier in die Schlangengrube. Ich habe keine Ahnung, ob sich das lohnt. Letztes Mal, als ich das Ding gesehen habe, war hier, glaube ich, sogar ein Bossgegner. Und ich glaube sogar eine Truhe. Und in der Truhe war exakt nichts. Also gar nichts. Abgesehen davon ist die Beleuchtung hier komisch und man denkt ständig, die Rare-Items wären Legendaries. Was sie leider nicht sind. Genau, da vorne steht der Bossgegner. Auf der Minimap schon zu sehen. Und das hier nämlich. Hält halt nicht viel aus. Ach ne, hier war gar nicht hier mit Ruhe. Hält nicht viel aus, droppt nichts. Also ist so. Ich wüsste im Moment nicht, warum ich hier unbedingt reinlaufen sollte. Also ja, viele Gegner, damit ganz gute Chance auf Loot, aber. An sich ist das jetzt nicht so das spektakuläre Gebiet. Und wie die restlichen Höhlen auch, leider halt einfach unfassbar hässlich. Was haben wir denn hier mitgenommen? Einhandzauberstab. Boah, geht so. Drei für alle auf alle Fertigkeiten ist nett. 940 magischer Schaden ist auch okay. Würde ich prinzipiell mit hier rüber fusen, kann ich aber nicht, weil hier sind schon Sachen gefused. Das wäre halt total krass, wenn man das einfach mehrfach machen könnte. Müsste halt entsprechend teuer werden, aber es wäre halt schon. Wäre ganz nice. Aber mal gucken, wie das sonst mit dem Loot weiterläuft. Ja, ich räume hier jetzt nicht komplett auf, glaube ich. Wir gehen hier mal raus. So, Town Portal bitte. Oh Gott. Und dann. Achso, den Ring wollte ich mir da angucken, ne? Ah, nicht so geil. So, wie sieht's denn itemtechnisch aus? Ist das das gleiche Dinget? Nee. Aber Stufe 3 Item kackt auf jeden Fall gegen Stufe 4 Item ab. Den Schild habe ich inzwischen auch mehrfach, oder? Ach, ich zerleg den. Wollte ich, glaube ich, sowieso machen. Kann ich eigentlich Tier 3 Items zerlegen? Nee, nicht gießen. Recyceln. Nee. Kann ich nicht. Das ist aber okay. Achso, ja, den Ring können wir eigentlich auch zerlegen. Passt schon. Die 10.000 habe ich mal über. Dann verkaufen wir das Ding, dann sortiere ich ganz kurz den Kram weg. Zack, 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 zack. Und du gehst mal hier rüber. Die Schlüssel könnten wir auch irgendwann mal abfrühstücken, ne? 103 ist schon zu low level, 109 auch. Die eigentlich auch. Mal gucken. Alright.